Wer wie ich immer ein Auge auf die Kurse an den Märkten hat, der wird vielleicht festgestellt haben, dass die Bewegungen so schnell sind, die Sprünge teilweise so groß sind. Das habe ich das letzte Mal gesehen während des Corona-Crashs im Februar, März 2020. Ja, wir sehen heute eine Rallye. Wir sehen wieder ein Reversal. Wir haben gestern dieses Reversal gesehen, also diese Umkehr nach dem Fed-Statement. Erstmal nach oben, dann Jerome Powell, dann voll nach unten, über Nacht wieder nach unten, die Asiaten abverkauft, dann die massive Drehung nach oben. Wie geht es jetzt weiter? Ist jetzt das Schlimmste überstanden? Wir wollen uns die Situation mal anschauen und gucken auf ein paar Argumente, auf ein paar Ausgangsfaktoren am Tag 1 nach der Fed. Zunächst mal sehen wir, dass hier die Intraday Trading Action ist extrem groß. In den letzten Tagen hatten wir immer wieder die Situation, dass der S&P oder das Spider, das maßgebliche ETF auf den S&P 500, massive Sprünge gemacht hat. Das hatten wir erst 16 Mal in der Form, dass etwa der Spider 75 Basispunkte, also 0,75%, sowohl über als auch unter seinem Eröffnungskurs gehandelt hat. Also das sind schon extreme Bewegungen, die wir derzeit sehen. Das sehen wir etwa hier auch beim ES, also beim S&P Future, der heute vom Tief zum Hoch über 150 Punkte gestiegen ist. Das ist mal eine Ansage. Hier sehen wir einen 5-Tages-Tick-Chart von dem S&P Future und wir sehen dieses Auf und Ab und diese wilden Moves, die da der Fall sind. Da ist also Volatilität eine geradezu abnormale Volatilität, die wir sehen. Das gilt auch für den Dow Jones. Wir haben regelmäßig jetzt 1000 Punkte Swings, einmal nach oben, dann geht es nach unten, dann geht es wieder nach oben. In der Summe zumindest seit dem FOMC-Protokoll geht es nach unten, heute geht es nach oben. Was sagen Analysten, was sagen Kenner der Materie zur Fed? Hier etwa Stephen Roach, kein Unbekannter sicherlich, der hat gesagt, die Fed ist so weit hinter der Kurve, dass sie nicht mal die Kurve sieht. Damit meint er, dass angesichts der Inflation eben die US-Notenbank mit ihrer Nullzinspolitik und mit ihrem nach wie vor betriebenen Quantitative Easing, das sie ja jetzt aufhören wird, dass sie faktisch aber eben mit einer Situation konfrontiert ist, dass wir faktisch minus 7% Realzinsen haben, also eine Inflation von 7% und Leitzinsen von 0%. Und egal, da muss etwas passieren, da muss schnell etwas passieren. Denn die Fed, die verletzt sehr, sehr heftig ihr Mandat der Preisstabilität. Hier dunkel in diesem Chart sehen wir die Arbeitslosenquote, ist ja unter 4% gefallen in den USA. Weiß, das sind die Federal Funds Rate, also praktisch der Leitzins. Und hier das Rötliche, das ist die Inflation. Und da sehen wir, da klafft doch was ziemlich auseinander, da muss etwas passieren. Und das ist eben jetzt so, dass die Fed sich sagt, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir eine gewisse Korrektur bei den Assetpreisen sehen. So sieht es zumindest hier Bridgewater, ein führender Analyst von Bridgewater, ganz großer Vermögensverwalter, ja, den Sie sicherlich kennen. Und er sagt also, bei diesem Niveau wird die Fed noch nicht wirklich nervös. Und das haben wir gestern ja bei Jerome Powell gesehen. Da war jetzt nichts dabei, was irgendwie die Märkte beruhigen sollte. Powell hat immer hawkisch geantwortet auf alle Fragen. Und jetzt ist also dieses billige Geld weg. Jetzt ist dieser Fed-Put weg, also das Sicherheitsnetz unter den Märkten, das man in den letzten Jahren angenommen hatte. Und wahrscheinlich gab es dieses Netz auch. Aber jetzt angesichts der Inflation kann die Notenbank die Probleme nicht mehr mit Gelddrucken lösen. Und es war das Gelddrucken, es war die Liquidität, die die Märkte eben so dringend wollten und jetzt vielleicht nicht mehr bekommen, absehbar. Dementsprechend ist eines sicher, nicht unbedingt, dass die Kurse jetzt massiv fallen oder dass sie massiv steigen, sondern dass wir massive Volatilität sehen. Eben das, was wir derzeit schon sehen, was wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen. Und hier jetzt die Frage eines Artikels im Wall Street Journal, der sagt, also egal wie die Daten jetzt reinkommen, ob Inflationsdaten oder Wirtschaftsdaten, weil die Fed so weit hinter der Kurve ist, muss sie jetzt diesen Zinsanhebungszyklus durchführen, muss die Bilanzreduzierung durchführen. Das ist eines der Themen. Kann vielleicht die Fed durch die Bilanzreduzierung ihre Ziele erreichen, ohne groß die Zinsen anheben zu müssen? Das werden wir sicherlich heute auch in der neuen Folge von Boom und Bust besprechen. Manch einer ist überrascht worden von der hawkischen Haltung, zum Beispiel Andreas Steno Larsen. Und der bringt etwas Wichtiges auf den Punkt. Die Fed hat natürlich keinen Einfluss auf Supply, also auf das Angebot, auf die Güter,
die hergestellten Güter, da kann man nichts machen. Aber die Fed hat natürlich Einfluss auf die Nachfrage. Und derzeit haben wir ja das Problem, dass wir zu wenig Güter für zu viel Nachfrage haben. Und wenn ich die Inflation runterkriegen will, dann muss ich irgendwie dieses Verhältnis mehr ins Gleichgewicht bringen. Auf die Produktion hat die Fed keinen Einfluss, aber auf die Nachfrage. Und vielleicht ist die Idee der Fed, so ein bisschen die Nachfrage zu dämpfen. Und so sehen es auch jetzt die Zinsmärkte, die inzwischen 7 Leitzinsanhebungen bis Mitte 2023 eingepreist haben. Und vor 2 Wochen hat Jamie Dimon, der JP Morgan-Chef, gesagt, ja, er erwartet jetzt 6 bis 7 Zinsanhebungen. Und dann haben alle gesagt, Mensch, der spricht doch nur so, weil er letztendlich will, dass seine Bank profitiert, denn Leitzinsanhebungen sind in der Regel gut für Banken. Die können dann über die Fristentransformation, über eben Zinsen, die wieder nicht auf Null sind, sondern die deutlich im positiven Bereich sind, auch Geld verdienen. Aber jetzt scheint das wahr zu werden, was Jamie Dimon hier prognostiziert hat. Zumindest preisen es jetzt die Märkte ein. Ob er damit recht hat, werden wir sehen. Aber dass die Biden-Administration die Inflation bekämpfen will und die Fed jetzt den Auftrag hat, diese Inflation zu bekämpfen, das wird immer klarer. So hat etwa die Handelsministerin Raimondo, die amerikanische, heute gesagt, ja, also wenn die Fed die Zinsen anheben wird, dann denke ich, so sagt sie, dass die Hauspreise fallen werden. Und das werden viele, die wegen der Inflation frustriert sind, als Erleichterung wahrnehmen. Aha. Das zeigt also, wo der Angriffspunkt möglicherweise ist am US-Immobilienmarkt. Und nicht zufällig sind die Homebuilders, also praktisch die Unternehmen in den USA, die über ein ETF, nämlich ITB, abgebildet werden, sind durchschnittlich 18% im Minus. Wir haben heute die Pending Home Sales gesehen, die anstehenden Hausverkäufe, sehr, sehr schwach. Und der Grund dafür ist, sagen zumindest hier die Makler, dass eben die Zinsen, die Hypothekenzinsen so stark gestiegen sind, die Kreditzinsen also, wenn man sich eine Immobilie kaufen will, da ist das ja ziemlich schnell gegangen, weit über 3,7% aktuell. Und die Frage ist jetzt insgesamt, wenn wir jetzt mal weiter vorausschauen, ist die Sache so, dass jetzt auch die Gewinne der Unternehmen ein bisschen schwächer werden. Werden wir also Earnings Revisions sehen? So ein bisschen deutet sich das an. So die bisherige Berichtssaison. Wir wollen heute mal abwarten, was Apple uns erzählen wird. Das wird natürlich extrem wichtig. Aber das Thema Inflation ist natürlich wahnsinnig wichtig. Hier neueste Umfrage, sagen immerhin 8% der Amerikaner, dass Inflation das Top-Thema ist in den USA. Das ist zwar immer noch relativ wenig, vor allem im Vergleich zu den 1980er Jahren, aber es ist eben der höchste Wert seit den 1980er Jahren und das ist ja auch die höchste Inflation seit 40 Jahren, die in den USA der Fall ist, nicht nur in den USA, auch in Deutschland und Europa. Aber jedenfalls gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der zu hohen Inflation und den Approval Ratings für Joe Biden, also den Zustimmungswerten für Joe Biden. Je höher die Inflation, desto schlechter die Zustimmungswerte, also muss er etwas dagegen tun. Was für die Bullen spricht, sind 2 Faktoren. Erstens, das negative Sentiment, Privatanleger sehr, sehr bärisch, die Positionierung ist teilweise sehr bärisch, viele sind also abgesichert auf der Short-Seite und wir sind nach wie vor trotz der Rallye heute überverkauft. Das sind natürlich rein mechanische Punkte, die für einen Boden sprechen oder zumindest für deutlich steigende Kurse mal im kurzen Zeitfenster, aber wie nachhaltig ist das? Das ist eben die Frage. Denn eigentlich ist jetzt dieser Fed-Put weg und das war ja sozusagen das Sicherheitsnetz, das die Märkte vor Schlimmerem bewahrt hat. Wir hatten heute sehr robuste Zahlen zum US-BIP, deutlich stärker mit 6,9% als erwartet. Aber das Problem war, Inventories haben 4,9% ausgemacht, also 71% des Wirtschaftswachstums. Das ist die Lagerhaltung von Firmen vor allem. Die wird in das BIP mit einbezogen. Also wenn man genau hinschaut, war das gar nicht so toll. Aber sei es drum. Jedenfalls sagt jetzt mein dritt- oder viertbester Freund, so genau weiß ich es nicht mehr, Marcello Fraccherino, der sagt, ja, die Fed, die will jetzt doch deutlich die Zinsen anheben. Das ist logisch und konsequent, gell? In der Eurozone hinkt die Wirtschaft hinterher, auch wegen einer schwächeren Finanzpolitik. Aha. Daher werden Zinsanhebungen auch erst später kommen können. Und ein EZB-Mitglied hat gesagt, also die Eurozone-Inflation, die sollte jetzt in den nächsten Monaten dann praktisch peaken, sollte ihren Hochpunkt erreichen und dann wird sie fallen. Mir ist justament heute ein alter Bekannter über den Weg gelaufen, der ist der Chef einer Gartenbaufirma, mittelgroß. Und da habe ich ihm gesagt, ja, wie schaut es denn aus mit dir bei den Preisen? Trifft dich die Inflation? Da sagt er,
Ich habe für alles, was ich einkaufe, gestiegene Kosten innerhalb kurzer Zeit von 20%. Und ab 1. März werde ich für alles, was ich mache, für alle Projekte, die ich habe, 20% draufschlagen. Einfach nur, um die Kosten schon mal weiterzugeben. Da habe ich ihm gesagt, du, aber die EZB sagt doch, die Inflation wird sich beruhigen. Und dann hat er gesagt, ja, kann ja sein, dann kann die EZB ja mein Auto betanken und meinen Einkauf erledigen, wenn sie davon überzeugt ist. Also da sehen wir diese inflationären Effekte, die kommen teilweise erst noch, die Firmen, die heben erst noch die Preise an. Manche haben das schon getan, aber beileibe nicht alle. Die meisten wollen die Zinsen anheben und die Preise anheben. Und hier sehen wir nochmal einen inflationären Effekt, nämlich die Rohstoffe, Bloomberg Commodity Index, jetzt mit einem neuen Allzeithoch. Also wir sind jetzt höher, als wir jemals gewesen sind. Das ist natürlich ein maßgeblicher Inflationstreiber. McDonald's, die heute Zahlen vorgelegt haben, da hat man gesagt, also unsere Kosten sind etwa für Papier, dieses ganze Zeug, womit diese herrlich mageren Burger eingewickelt werden zum Beispiel, die sind um 4% 2021 gestiegen und die dürften doppelt so stark steigen 2022. Überhaupt eben die Kosten zweistellig teilweise gestiegen und das ist eben typisch, die Unternehmen haben höhere Kosten und werden diese Kosten weitergeben. Wie schaut es aus in Sachen Russland? Ein bisschen Beruhigung. Russland hat selber gesagt, also wir haben überhaupt keine Absicht, hier Krieg mit der Ukraine zu führen. Jetzt haben die Amerikaner ja diese schriftliche Erwiderung abgegeben auf Forderung der Russen und da sagte eben Moskau, wir haben nicht viele Gründe für Optimismus. Da ist also noch nicht wahnsinnig viel passiert, jetzt faktisch passiert, aber man hat so das Gefühl, das ist jetzt nicht unmittelbar wirklich vor der Eskalation. In deutschen Medien wird das ja manchmal so dargestellt, habe ich den Eindruck. Apple meldet heute Quartalszahlen, wir bringen die ab 22 Uhr, also reinschauen bei finanzmarktwelt.de und ab 19 Uhr, meine Damen und Herren, reinschauen bei Boom und Bust. Ich werde Ihnen den Live-Link, unter dem Sie das ab 19 Uhr sehen können, aber notfalls auch später abends oder morgen oder wo es für sich am Wochenende gell mit Stefan Risse, dem neuen Co-Moderator, crashte die Fed, die Aktienmärkte. Da werden wir mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Und wie gesagt, der Herr Risse arbeitet beim Vermögensverwalter. Was machen die jetzt? Wie gehen die vor? Vielleicht für den einen oder anderen durchaus interessant. Diese Aussagen und noch eine Empfehlung, Inflation im Januar weniger kräftig. Schauen Sie auf diese beiden Charts. Dann wissen Sie Bescheid, dass es vielleicht nicht so weniger kräftig wird, sondern etwas kräftiger, werde ich auch unter diesem Video verlinken. Und wünsche jetzt das Allerbeste. Ich hoffe, wir sehen uns um 19 Uhr zu. Boom und Bust. Servus und ciao.